Ohne diese drei würde im Elbland-Klinikum Riesa gar nichts funktionieren. Verwaltungsdirektor Peter Zeidler, der ärztliche Direktor Prof. Dr. Wolfgang Schneiders und die Pflegedirektorin gerade erst einige Wochen Teil der Mannschaft. Ich bin Claudia Kupke, bin seit dem 1.10. diesen Jahres Pflegedirektorin im Elbland-Klinikum Riesa, habe vor mehreren Jahren im Krankenhaus Meißen gearbeitet, genau, als Zentrumsleitung und als stellvertretende Pflegedirektorin. Für den ärztlichen Direktor des Klinikums, Prof. Dr. Wolfgang Schneiders, ist die Neue besonders willkommen. Ich habe den super Vorteil, ich kannte sie schon aus Meißen. Insofern freue ich mich total, dass Frau Kupke jetzt hier mit auch in Riesa ist. Wir haben in Meißen schon hervorragend zusammengearbeitet. Und das wird sich hier in Riesa fortsetzen, setzt sich fort und wird sich weiter fortsetzen. Die Zusammenarbeit ist enorm wichtig. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Und wir können das nur in der täglichen Abstimmung zusammen bewältigen. Die Probleme haben wir alle die gleichen. Die Personalausfälle, die wir haben, die ganzen äußeren Umstände, Covid und sonstiges, ich will es nicht weiter erwähnen, treffen uns alle Berufsgruppen gleich. Und es geht nur zusammen, tägliche Abstimmung zwischen den Kollegen. Und dadurch versuchen wir jeden Tag das Bestmögliche für unsere Patienten zu erreichen. Claudia Kupke hat sich viel vorgenommen, ihre Ziele hat sie gesteckt und jetzt arbeitet sie gemeinsam mit ihren Kollegen, diese zu erreichen. Also ich versuche mich natürlich in jede Prozesse jetzt gerade hineinzudenken und auch hineinzuschauen. Das dauert natürlich eine ganze Zeit und bin mit den Mitarbeitern im Gespräch, mit den Stationsleitungen, bin auch in den Bereichen gewesen. Und ist natürlich die einzelnen Probleme, die sie natürlich haben, gehen wir aktuell an. Krankenstand, Pflegenotstand und was wir daraus machen können. Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team. Wir sind die Berufsgruppe, die der Patient als erstes frühmorgens sieht, wenn er die Augen aufschlägt, und auch die Berufsgruppe, die er als letztes sieht, wenn er abends die Augen zumacht und schlafen geht. Genau. Und wir sind die ganze Zeit am Patienten und sind auch wichtig in dem Moment, wenn der Arzt natürlich auch einen Zustand des Patienten braucht, weil wir den ganzen Tag am Patienten sind. Verwaltungsdirektor Peter Zeidler ist ein langjähriger Profi im Klinikalltag. Charmant beschreibt er die ersten Tage mit der neuen Kollegin. Es ist ja, man sagt immer, zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir hatten eine lange Vakanzzeit gehabt für die Stellenbesetzung. Damit haben sie auch die Bereichsleitung gut gefestigt. Wir konnten die Zeit gut überbrücken und sind sehr froh, dass wir jetzt eine neue Pflegedienstleitung, die so fachlich kompetent ist, vorhalten können. Neben der Organisation der täglichen Abläufe blickt Claudia Kupke auch in die Zukunft und sieht die Herausforderungen. Wir sind natürlich daran bedacht, dass es den Patienten hier sehr gut geht, dass sie sich hier wohlfühlen und dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen und sehr gerne auf Arbeit kommen, weil das strahlen sie dann natürlich dann gegenüber den Patienten auch aus. Und ich komme gerne auf Arbeit und ich möchte natürlich, das möchte ich auch gerne in einem Jahr weiterhin, dass auch die Kolleginnen und Kollegen sehr gerne weiterhin auf Arbeit kommen. Pflege, Verwaltung und die Ärzteschaft arbeiten im Elbland-Klinikum Riesa Hand in Hand und das nicht nur im Leitungsbereich. Das kann man als Patient auch spüren.